Die Magischen halten ihre Köpfe hoch erhoben, trotz der Bedrohung durch die Asadi. Ein Beweis ihrer Widerstandskraft. Zauberschnitten, hier gibt es leckere Zauberschnitten. Ich habe die nicht magischen Arzneien, die euer Körper braucht. Alles zugelassen und genehmigt. Hilfe! Hilfe! Lasst mich los! Hilfe? Du hast versucht, meinen Geldbeutel zu stehlen. Na und? Ihr seid an Asadi. Das ist die schlechteste Ausrede aller Zeiten. Fürs Stehlen eines Geldbeutels könnten sie dir den Arm abhacken. Bisher lief's immer gut. Glück für dich, dass ich kein Asadi bin. Und jetzt hau ab. Wie groß seid ihr? Ihr seid echt groß. Lass mich in Ruhe, Junge. Ihr seid viel größer als mein Vater. Seid ihr sicher, dass ihr kein Asadi seid? Ja. Ihr seht aus wie ein Asadi. Seid ihr ein Soldat? Warum tragt ihr keine Uniform? Seid ihr bei der Geheimpolizei? Was? Nein! Zieh Leine, bevor ich meine Geduld mit dir verliere. Ihr seht echt wie einer von denen aus. Oh, bei der Liebe der Göttin. Wie ist dein Name, Junge? Bib. Bib? Ja, na und? Du solltest bei deiner Mutter sein, Bib, und dich nicht hier herumtreiben und stehlen. Geh nach Hause. Geht nicht, ich hab kein Zuhause. Tut mir leid, trotzdem solltest du nicht. Sie sind nicht etwa tot oder so, meine Eltern. Sie wurden bloß nach GN geschickt. GN. Dorthin werden die Magischen geschickt. Sie kehren nicht zurück, aber das muss der Junge bereits wissen. Er muss gesehen haben, wie es bei anderen gelaufen ist. Der Junge hat wahrscheinlich keine Ahnung, was auf GN geschieht. Und ich sollte nicht derjenige sein, der es ihm sagt. GN. In die Gefängniskolonie? Umerziehungslager. Das hat mein Vater gesagt. Wahrscheinlich haben sie als Kinder in der Schule nicht besonders gut aufgepasst. Sie kommen bestimmt zurück, wenn sie richtig umerzogen worden sind. Niemand kommt von den Inseln zurück. Jedenfalls keine Magischen. Was meint ihr damit? Ich meine... Wollt ihr sagen, dass sie für immer dort bleiben werden? Er ist nur ein Junge. Aber das war ich auch, als ich ein Waisenkind wurde. Niemand hat mich vor der Wahrheit beschützt. Der Junge kann nicht älter als 10 sein. Er muss die Wahrheit noch nicht erfahren. Sie werden nicht zurückkommen. Aber wieso? Was wird mit ihnen geschehen? Über solche Dinge solltest du nicht nachdenken. Hast du keine Familienangehörigen hier? Nicht in Makuria. Die sind alle im Südland. Was wird mit ihnen geschehen? Man wird sie arbeiten schicken. Dafür sind die Gefängnislager da, um die Magischen von den Menschen fernzuhalten, um sie zu separieren. Separieren? Um die Magischen von den Menschen zu trennen. Für immer. Ihr lügt! Das tue ich nicht. Wirklich nicht. Ihr seid einer von denen! Warum seid ihr hier? Nehmt ihr mich mit, um mich wegzuschicken und zu separieren? Separieren? Mich auch? Ich bin keiner von denen. Tja, ihr seht aber so aus. Und klingt wie die. Das mit deinen Eltern tut mir leid. Aber ich habe Dinge zu erledigen. Gehört ihr zum Widerstand? Widerstand? Natürlich nicht, ich... Weil ich gehört habe, wie jemand sagte, dass jetzt ein Asadi beim Widerstand ist. Und wenn ihr ein Asadi seid, der hier ist und Dinge zu erledigen hat, klingt das verdammt danach, als würdet ihr zum Widerstand gehören. Nicht so laut, Junge. Keine Sorge, alle in der Altstadt unterstützen den Widerstand. Fast alle jedenfalls. Was meinst du mit fast alle? Ich meine, dass es ein paar gibt, die den Widerstand nicht unterstützen. Die sich lieber zu Versammlungen der Nationalen Front schleichen. Ein paar, die Rebellen bei den Asadi verpfeifen. Kennst du so jemanden? Nein. Naja, ich kenne ihre Gesichter nicht. Aber ich weiß, dass heute Abend eine Versammlung der Nationalen Front stattfindet. Zeig sie mir. Was? Zeig mir wo. Ich darf auf eine Mission mit euch? Das ist so unglaublich genial. Beruhig dich, Junge. Ich möchte nur, dass du mir sagst, wo. Wie gut kennt ihr die Stadt? Naja, nicht besonders gut. Fein, dann zeige ich's euch. Zu kompliziert, das zu erklären. Es ist nicht sicher. Für euch? Nein. Für mich? Ich verlasse das Ghetto ständig, wenn es dunkel ist. Ich weiß, wo ich hin muss, wo die Wachen postiert sind, ich kenne ihre Patrouillenwege, alles. Ich bin wie ein Schurke, eins mit dem Schatten, der verschleierte Rächer.
Ich bin ein Assassine, ein... Zeig mir einfach den Weg und dann gehst du direkt hierher zurück. Ich bleibe nur eine kleine... Direkt zurück. Oder ich suche mir jemand anderen, der mich hinbringt. Viel Glück dabei. Aber na schön, dann komme ich eben direkt zurück. Seid ihr bereit? Können wir gehen? Ich sollte mich erst umsehen und vielleicht meine anderen Aufgaben erledigen. Es gibt keinen Grund, diese Mission hinauszuzögern. Los geht's. Ja, folgt mir. Der Junge erinnert mich stark an mich selbst, als ich in diesem Alter war. Wir müssen das Ghetto verlassen. Weise und Straßen. Wie kommst du an den Wachen vorbei? Ich kenne einen Weg. Trefft mich auf der anderen Seite. Warte, was? Die andere Seite. Es ist wie ein Blick in den Spiegel, eine Generation zurück. Nur mit blauem Gesicht. Während mein Schleier aktiv ist, können sie mich nicht erkennen. Es sei denn, ich will es so, oder ich werde unvorsichtig. Seht ihr? Ganz leicht. Die Göttin schütze uns. Du spielst mit deinem Leben, Junge. Ich brauche keine Göttin, die mich beschützt. Ich bin echt gut im Klettern. Wie seid ihr aus der Feste entkommen? Was? Ich bin nicht... Woher weißt du davon? Oh, alle wissen, dass der Apostel in der Nacht seiner Hinrichtung aus der Feste entkommen ist. Darüber gibt's sogar ein Puppenspiel. Der Schatten hole mich. Und warum glaubst du, ich sei dieser Asadi? Der geheimnisvolle Aposteltyp entkommt aus der Feste. Ein paar Tage später schließt sich ein geheimnisvoller Asadi dem Widerstand an. Ich bin vielleicht erst 10 und habe lila Haut, aber ich bin kein Idiot. Eindeutig nicht. Was weißt du sonst noch über mich? Nicht viel. Asadi-Kugeln haben euch verwundet. Hier ist es. Hier haben sie ihre Versammlung und Ansprachen und so. Bist du sicher? Ganz sicher. Manchmal lausche ich. Sie reden über die Magischen und darüber, wie wir ihre Welt verdorben und ihnen alles weggenommen haben. Es macht mich traurig, das zu hören. Ich habe nicht gewusst, dass die Magischen so schlimm sind. Kein Wunder, dass die Menschen uns hassen. Das tun wir nicht. Schau mal, Junge. Bib. Das sind keine guten Leute. Du hast nichts Falsches getan. Du kannst nichts dafür, wie du aussiehst oder für deine Hautfarbe. Wie und wo du geboren wurdest, macht dich nicht zu einer schlechten Person oder zu einer geringeren Person. Es macht dich einfach zu dir. Worauf es ankommt, ist, was du mit deinem Leben machst. Und jetzt verschwinde. Lauf weg von hier. Geh zurück und sei vorsichtig. Aber... Du hast es versprochen. Keine Diskussion. Na schön. Na schön. Was? Ein Trinkgeld wäre in Ordnung. In Anerkennung all meiner harten Arbeit. Du bist mir wirklich einer. Hier, jetzt lauf zurück, du kleiner Dieb. Ich muss einen Weg finden, an dem Kerl vorbeizukommen. Seid gegrüßt, Bruder. Was? Wer ist da? Götter verflucht. Ihr habt mich zu Tode erschreckt, Kumpel. Wo bei den 7 Höllen seid ihr denn hergekommen? Aus den Schatten. Tretet beiseite, ich bin spät dran für die Versammlung. Ja, natürlich. Blut und Land, Bruder. Wir halten das lieber einfach. Die offensichtliche Antwort auf Blut und Land lautet... Wichtig ist nicht, was ich sage, sondern wie ich es sage. Ich muss energisch wirken und zeigen, dass ich zu dieser Versammlung gehöre. Ich werde nicht weiterraten. Früher oder später würde selbst dieser hirnlose Trottel durch meinen Schleier blicken und die Wachen rufen. Wir halten Blut und Land.
Ja, in Ordnung. Moment mal, das ist mein Part. Wie lautet die Losung? Blut und... Ihr gehört hier nicht her. Das ist eine private Versammlung. Ihr Leute solltet euch was schämen! Wie könnt ihr es wagen, mir diesen Dreck an die Tür zu heften? Dass ich ein Mensch bin, heißt noch lange nicht, dass eure speziesistische Propaganda mich interessiert. Ich habe den größten Teil meines Lebens neben Dolmari gewohnt. Und die haben mir und den meinen nie was getan. Hier, das halte ich von eurer sogenannten humanistischen Versammlung. Und euer Onor Hilaris kann sich mal ins Knie ficken. Der ist ein Verräter. Das seid ihr alle. Wenn die Asadi endlich zusammenpacken und abhauen, wissen wir noch, was ihr getan habt. Da könnt ihr sicher sein. Ehre und... was? Da fehlt ein Wort. Tretet beiseite, Bruder. Bei den Göttern, habt euch an mich rangeschlichen. Blut und Land? Die Parole auf den Zetteln beginnt mit Ehre. Was kommt danach? Ehre und Glaube. Ehre und Glaube? Das ist nicht richtig. Ihr seid keiner von uns. Wart ihr überhaupt schon mal bei einer Versammlung? Los, Kumpel, verschwindet von hier, bevor ich meine Geduld mit euch verliere. Ekelhaft, was da vor sich geht. Die Magischen zu verunglimpfen, als wären die das Problem. Die Magischen haben immer hier gelebt. Die Asadi sind es, die das Gleichgewicht der Dinge gestört haben. Ihr solltet euch hüten, schlecht über die Asadi zu reden. Die Wände haben Ohren. Oh, was wollen sie denn machen, hä? Mich in eines ihrer Umerziehungslager verschiffen? Das können sie ja gern mal versuchen. Entschuldigung. Beim Gleichgewicht. Wo seid ihr denn hergekommen, ne? Ich hab euch nicht gesehen. Was wollt ihr? Ich will keinen Ärger. Dieses Stück Papier, das ihr zerrissen habt. Habt ihr die andere Hälfte noch? Welches Stück? Das Flugblatt der Nationalen Front? Wieso? Wer seid ihr? Jemand, der auf eurer Seite steht. Ich weiß nicht. Für mich klingt ihr wie ein Asadi. Was wollt ihr mit dem Flugblatt? Lange Geschichte. Ich muss einen Verräter finden. Jemanden, der die Sache der Rebellen verraten hat. Oh, ach so. Naja, wenn wir es dadurch dem Abschaum von der Nationalen Front heimzahlen können, dann gern. Nehmt es. Und das Gleichgewicht segne euch dafür, dass ihr den Dreckskerlen entgegentretet. Nachts sind nicht viele Leute unterwegs. Auch wenn die Straßen sicher zu sein scheinen. Ehre und Menschsein. Das ist der Wahlspruch der Nationalen Front. Das muss die Losung sein, die mir Zutritt zur Versammlung verschafft. Tretet beiseite, Bruder. Bei den Göttern, habt euch an mich rangeschlichen. Blut und Land? Blut, Land, Ehre und Menschsein. Das ist es, woran diesen Leuten angeblich liegt. Sie klammern sich an ihre Parolen wie ein Ertrinkender an Treibholz. Ehre und Menschsein. Glaube und Familie, Bruder. Geht durch, Kumpel. Das Treffen hat bereits begonnen. Falls ihr noch keine Rede von Herrn Hilaris erlebt habt, steht euch ganz schön was bevor. Der Mann ist ein Beispiel für uns alle.
Brüder, Schwestern, Verwandte, ihr tapferen, bescheidenen Menschen, willkommen zu dieser Versammlung der Nationalen Front für Glaube und Familie. Ja, ja, danke, dass ihr heute hier seid. Danke, danke, dass ihr eure Zeit opfert. Danke, dass ihr euch an diesen düsteren Platz wagt auf eurer unermüdlichen Suche nach der Wahrheit. Ja, oh ja, trotz der selbstlosen Arbeit unserer Wohltäter lauert der Feind da draußen in den Schatten. Seht euch um, seht hin, fürchtet ihn den Feind. Ich bin zu weit weg, um einen richtigen Eindruck dieser Person zu bekommen. Ich rieche ihn. Riecht ihr ihn nicht? An dieser Person gibt es nichts Ungewöhnliches. Magie? Unrat? Es wärmt mir das Herz, euch ich bin zu weit weg, um einen richtigen Eindruck dieser Person zu sehen, was gut etwas und gerecht ist. Glorreich, Verwandte, glorreich seid ihr im Lichte der Göttin. Ja, ja. Neulich habe ich mit unseren Wohltätern gesprochen. Über diesen Zuzügler, den magischen. Ja, ja, ja. Nichts sticht sonderlich hervor. Ich sagte ihnen, hört auf jene tapferen Leute, eure Verwandten. Nichts sticht sonderlich hervor. Menschen vom Magischen in die Knie gezwungen, in den Bankrott getrieben, ihre ins moralische Verderben. Merkwürdig. Einfache, fast als würde sie sich leicht zur Seite Männer neigen. Und Frauen, in die Irre geführt vom teuflisch-dämonischen Magischen, dem Nekromanten. Ich er riecht sagte nach Tabak. Ihnen, wir müssen ihm entgegentreten, sagte ich. Wenn meine Nase jetzt, mich nicht täuscht. Sofort. Ha, wir müssen uns versammeln. Hinter unseren Wohltätern, hinter den unseren. Und ich sagte ihnen, was ihr braucht. An dieser Person gibt ich, es nichts Ungewöhnliches. Was wir brauchen, ist jemand, der aufsteht und für die Sache der Menschen spricht, der wahre An dieser Person gibt es nichts Ungewöhnliches. Jemand, der keine Angst hat vor dem Magischen und seinen fremden Sprachen. An dieser Person gibt es nichts Ungewöhnliches. Ich bin zu weit weg, um einen ihr richtigen Eindruck mich. Dieser Person ihr zu bekommen. Kennt mich. Ihr wisst, ich erstrebe weder Ruhm Ihre noch Kleidung Reichtum, riecht kräftig nur nach Tee und Wahrheit. Rauch. Sie muss eine Fabrikarbeiterin sein. Ich will sein. Gerechtigkeit für tapfere, bescheidene Menschen wie euch. Ja. 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 Er riecht nach Lavendel. Ich stehe hier als euer Diener vor euch. Ich stehe hier als euer bescheidener Diener vor euch. Dieser Mann hat einen starken Eigengeruch. Einen neuen Anführer. Er kann seit Monaten nicht die Kleidung gewechselt. Jemanden, der Verantwortung für die Gesetzeslosigkeit in diesen düsteren Gassen übernehmen wird. Unsere Wohltäter leisten Großes. Mutige, wichtige, rühmliche Arbeit leisten Onur sie. Hilleris. Aber sie können nicht überall diese sein. Nationale sie können Front euch für nicht Glaube alle vor euren Familie. Finsteren Nachbarn schützen. Und wo die Asadi es nicht schaffen, wo ihr Licht nicht hinreicht, dort kann die Stadtwache helfen. Nehmt etwa diese Papierdrachen, die gerade über uns fliegen. Ja, ja, diese blasphemischen Konstrukte. Eine Beleidigung aller anständigen, bescheidenen, hart arbeitenden Menschen. Symbole der Magischen. Symbole der Dreikkeen. Pfui! Blasphemischer Verrat an der gesamten Menschheit! Pfui! Unsere Wohltäter, die Asadi, sie können nicht überall eingreifen. Jedes treulose Kind einsperren. Sie haben Wichtigeres zu tun. Das ist die Aufgabe der Stadtwache. Aber was macht die Stadtwache? Sie hält gute, ehrliche, einfache Menschen davon ab, Gerechtigkeit zu üben. Sie verhindert, dass wir den Magischen, diesen Zuzügler, für seine Nekromantie und Illusionen bestrafen. Erst letzte Nacht wurde ein junger Verwandter von uns in Ketten gelegt, weil er einen Magischen redlich züchtigte. Einen, der die Schwester unseres Verwandten verzaubert hatte. Sie hatte sich mit dem Magischen eingelassen. Besessen von dunkler Lust. Widerlich! Und unser Verwandter landet im Verlies, weil er tut, was gerecht, anständig, moralisch ist? Ja, ja! Genau das macht die Wache. Sie bestraft tapfere Menschen, die das Richtige tun. Sie versuchen, die Seele eines jungen Mädchens vor diesem Dämon zu retten, dem magischen Zuzügler. Nein, nein, nein! Die Stadtwache braucht Führung. Markuria braucht Führung. Jemanden, der sich dem Magischen entgegenstellt und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Jemanden, der bereit ist, Opfer zu bringen, ein paar Nägel einzuschlagen, um ein Haus zu bauen. Die Wache will keine Nägel einschlagen, kein Haus bauen. Dafür ist ihre Anführerin verantwortlich, diese Frau mit den unnatürlichen Gelüsten.
und deren Vorgesetzte sind verantwortlich. Der rückgratlose Rat, diese Sklaven des magischen Zuzüglers. Was können wir tun? Es gibt nur eine Lösung. Den Wechsel. Den Wechsel. Ja, ja. Stimmt für Glaube und Familie. Stimmt für Blut, Land, Ehre und das Menschsein. Wählt die Nationale Front und wählt euren bescheidenen menschlichen Diener. Meine Wenigkeit, Honor Hilleris. Unter meiner Führung wird der magische, dieser unmenschliche Zuzügler, der finstere Nekromant und Hexer aus unserer Heimat verbannt. Unsere Kinder werden wieder in Sicherheit spielen können. Die Tugend unserer Frauen wird geschützt. Und diese düsteren Gassen werden vom Lichte der Göttin erhellt und mit wohlriechenden heimischen Kräutern geschmückt. Vielen Dank. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank. Danke, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Nein, es ist wichtig, dass wir zusammenstehen. Hand in Hand mit unseren Wohltätern. Ja. Ja. Ich spreche regelmäßig mit den Asadi. Ich besuche oft den Turm. Ich habe sogar mit unserem moralischen Bollwerk, Sami Rahman, gemeinsam gespeist. Kennst du den vom magischen und dem trächtigen Schwein? Der ist saukomisch. Ich glaube, er fängt so an. Ist ein magischer im Schweinestall oder was andersrum? Ach, nee, vergiss es. Wenn ihr ein Geist seid, lasst mich einfach in Ruhe. Geht weiter. Das könnte Arnstons junge Witwe sein. Verzeihung, werte Dame. Ich suche die Witwe Stond. Ich bin Gerdi Stond. Wer seid ihr? Ich kannte euren Mann. Er war ein tapferer Kerl. Ihr kanntet ihn? Woher kanntet ihr ihn? Wir sind uns in der Mönchsfeste begegnet, am Abend seines Todes. Er hat mir das Leben gerettet, dafür habe ich ihm den Tod gewährt. Gewährt? Ihr habt meinen Mann getötet? Er lag im Sterben. Sie hätten ihn gefoltert, hätten sie ihn lebend vorgefunden. Er bat mich, euch aufzusuchen, euch zu sagen, dass er euch liebt. Erzählt mir nichts von Liebe! Er hat euch geholfen zu überleben. Sein Leben lag in euren Händen. Und ihr habt ihn getötet? Ihr seid abscheulich. Verschwindet, bevor ich euch die Stadtwache auf den Hals setze. Der Aufbau des Röhrennetzes scheint beschleunigt zu werden. Überall sind Wagenladungen mit Metallröhren und die Arbeiter schuften bis in die Nacht. Eine Karte der südlichsten Teile von Makuria. In der Nähe des Asadi-Militärs halten die Leute immer noch die Köpfe unten. Sie befürchten wohl das Schlimmste.